Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ihr kennt diesen Stuhl schon immer, wenn der Stuhl kommt und irgendein großes Smartphone, werde ich mich wieder vor die Kamera werfen und euch zeigen, wie sich denn das Smartphone in der Hosentasche macht. Ist es zu groß? Ist es zu klein? Genau das werden wir jetzt sehen. In diesem Fall ist es das Samsung Galaxy Note 3. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Wir treiben das Spiel zuerst einmal im Stehen bei einer nicht wirklich langen Hose. Also bei einer kurzen Hose. Es ist eine relativ eng anliegende Stoffhose, die allerdings recht große Taschen hat. Das Note 3 ist auch recht groß. Wir packen es mal rein und schauen uns das Ganze an. Also, man sieht schon, man hat hier wirklich ein dickes Teil. Ist für den einen vielleicht toll, für den anderen vielleicht nicht so toll. Ich weiß ja nicht, was man so gewöhnt ist. Auf jeden Fall stört es hier beim Laufen gar nicht. Man sieht, die Taschen sind wirklich tief und relativ weit. Absolut gar kein Problem. Man merkt natürlich, man hat da irgendwas, was da sonst nicht ist, aber es ist kein wirklich störendes Gefühl. Laufen ist absolut gar kein Problem. So, beim Sitzen schaut das Ganze dann so aus. Hier ist es. Rausholen und reintun ist eventuell ein wenig kompliziert, aber wenn es dann mal drin ist, dann ist es alles super. Wie gesagt, man merkt auf jeden Fall, dass man da was hat, aber es ist nichts Störendes. Also man kann chillig sitzen, wie auch immer ihr das so macht. So. Und so irgendwie. Also gar kein Problem. Man kann durch das Note 3 in eine Hose stecken. Wir gucken mal, wie das bei einer anderen Hose aussieht. So, beim Sitzen schaut das Ganze dann so aus. Hier ist es. Rausholen und reintun ist eventuell ein wenig kompliziert. Aber wenn es dann mal drin ist, dann ist es alles super. Wie gesagt, man merkt auf jeden Fall, dass man da was hat, aber es ist nichts Störendes. Also man kann chillig sitzen, wie auch immer ihr das so macht. So. Und so irgendwie, also gar kein Problem. Man kann durch das Note 3 in eine Hose stecken. Wir gucken mal, wie das bei einer anderen Hose aussieht. Und weiter geht's mit einer relativ engen Chino-Hose. Ich glaube, so heißt das Zeug. Relativ eng im Sinne von, ich glaube, ihr seht das schon. Man sieht meine wunderschönen, muskulösen Oberschenkel. Wir haben immer noch das Note 3 da, das wir jetzt mal einstecken. Was soll ich sagen? Ich glaube, ihr seht schon, dass es wieder ein sehr, sehr fettes Teil ist. Ich kann mich aber hinstellen, vielleicht sieht man das so von der Seite. Ja, man merkt es auf jeden Fall wieder. Beim Laufen ist das hier in dieser wirklich relativ engen Hose deutlich mehr spürbar, als es eben bei der lockeren Hose war. Es ist aber immerhin noch gar kein Problem. Also setzen wir uns mal hin. So, jetzt hängen wir wieder auf unserem Stuhl, packen das Teil ein. Ja. Was soll ich sagen? Man spürt es. Es ist aber nach der Zeit wirklich nicht mehr nervig, beziehungsweise es stört einen einfach nicht. Es ist einfach so ganz nett da und stört mich zumindest absolut gar nicht. Was soll ich sagen? Die Hose ist schon sehr eng. Es geht natürlich immer eine Hose enger, aber auch bei engen Hosen ist es kein Problem. Auch hier mache ich mal den und was auch immer euch einfällt. Ihr könnt damit sitzen, wenn ihr Bock drauf habt. Kein Problem. Ich habe lange überlegt, ob ich euch jetzt wirklich meinen offenen Schritt in die Kamera halten soll, aber ich bin mir für nichts zu schade, wenn es darum geht, euch irgendwas Dickes in die Hose zu stecken. Ja, eine enge Jeans, die einfach unglaublich gut aussieht. Ja, auch hier fällt es auf. Ich kann euch eigentlich immer nur das Gleiche sagen. Also, man spürt schon, dass man was in der Hose hat. Es ist aber nichts Störendes. Kann ich mich auch hier wieder hinsetzen und euch irgendwas offenbaren, was keiner von euch sehen möchte? Aber es ändert sich nichts. Frauen mit wirklich diesen Mini-Hosen, da werden die vielleicht Probleme bekommen. Ansonsten absolut kein Problem. Also fassen wir das Ganze doch mal zusammen. Das Galaxy Note 3 ist groß. Es passt aber in eure Hosen, wenn ihr jetzt keine Frauenhosen tragt unbedingt. Diese ganz engen Frauenhosen, ihr wisst schon, wovon ich rede. Da gibt es wahrscheinlich Probleme, wenn ihr euch hinsetzt. Beim Autofahren beispielsweise auf jeden Fall das Smartphone rausnehmen und je nachdem wie eng eure Taschen sind, Handy raus, ansonsten habt ihr damit nicht mehr viel Spaß. Beim Rumlaufen absolut kein Problem, Frauen werden es sowieso in die Handtasche stecken, Typen können es sich in irgendeine ihrer Taschen stecken und dann weiß man eventuell mehr. Ja, das war es auf jeden Fall von diesem Video, das war der Hosentaschentest zum Samsung Galaxy Note 3, vielen Dank für eure Zeit, ciao.